ein gewisser Bob im Mittelpunkt. Das sind dann Bilder mit Titeln wie Bob findet sich wieder in einer Welt, die er nicht versteht. Oder Bob liebt Sally, bis sie blau ist im Gesicht. Oder Bob verbrennt einen Baum. Wer ist dieser Bob? Beziehungsweise hat dieser Bob etwas zu tun mit dem geheimnisvollen Bob aus ihrer legendären Fernsehserie Twin Peaks aus den frühen 90er Jahren? There are many people in the world named Bob. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die Bob heißen. Ich mag diesen Namen, den Klang dieses Namens. Und dieser spezielle Bob hat etwas, was mich stimuliert. Bob ist jemand, der verschiedene Erfahrungen macht in der Welt. Und er führt mich. Er gibt mir viele Ideen für die Serie der Bob-Bilder. Ich mag Bob sehr. In gewisser Weise identifiziere ich mich mit Bob. Bob very much. I kind of identify with Bob in some ways. Sie haben vorhin schon etwas über die Bedeutung der Geräusche in Ihren Filmen gesagt. Der Soundtrack ist genauso wichtig wie die Bilder. Und entsprechend haben Sie, das hatten wir vorhin ja auch schon kurz angerissen, haben Sie auch für die Bilder Ihrer Ausstellung in Paris einen Soundtrack komponiert. Wie das? Some of the sounds you hear, maybe... Einige der Sounds in der Ausstellung sind Industriegeräusche, andere nicht. Aber sie schaffen eine bestimmte Atmosphäre, eine Seelenlage. Die Geräusche sind überall, die ganze Zeit. So entsteht eine Art fließende Stimmung. Eine Stimmung, die eine unwiderstehliche Anziehungskraft entfaltet, eine Atmosphäre, die den Besucher verführt und hineinzieht in die fremde, seltsame Welt von David Lynch. Mr. Lynch, ich möchte an diesem Punkt unseres Gesprächs für eine Weile Ihre künstlerische Arbeit hintanstellen und Sie zu der Bedeutung von TM befragen, transzendentaler Meditation, eine Entspannungstechnik, die Sie seit nun 33 Jahren zweimal pro Tag praktizieren, um, wie Sie einmal sagten, neue Wege zu gehen und Ihr kreatives Potenzial zu erweitern, sich Gefühle wie Angst, Depression, Hass und Wut künstlerisch ständig neu zu erschließen. Wie geht das vor sich? The thing, the misunderstanding is, you can get angry, you can get real angry, but you can't hold on to it. And like I maybe told you, you know people who are angry. Man wird natürlich nach wie vor wütend, aber diese Wut beherrscht dich nicht mehr. Sie vergeht schneller. Sie haben doch sicher in Ihrem Bekanntenkreis Leute, die dauernd wütend werden und diese Wut längst als Wesensmerkmal in ihr Leben integriert haben. Diese Menschen lassen ihren Zorn und ihren Ärger nicht mehr los. Damit vergiften sie sich selbst und ihre Umwelt. Sie werden mehr und mehr gemieden. Wenn sie aber mit transzendentaler Meditation beginnen, vergeht diese Wut sehr schnell. Nicht über Nacht, aber doch überraschend prompt. Bei mir dauerte es 2 Wochen. Meine erste Frau sagte damals zu mir, was ist los? Wo ist dein Zorn geblieben? Ich war jetzt tatsächlich eine längere Zeit nicht mehr wütend. Was aber nicht bedeutet, dass man keine Gefühle mehr empfindet. Man kann sehr traurig sein, sehr ärgerlich, sehr ängstlich. Man erlebt diesen Moment sogar sehr tief, aber man verharrt nicht darin. Es bringt dich nicht um. Man lernt vielleicht sogar einen berechtigten Ärger zu leben, ihn auch mitzuteilen, nicht in sich hineinzufressen. Ärger hat dann einen Grund und wirkt nicht mehr als Gift. Poison you, it doesn't really poison anything, it's for a reason. Wenn man viele Filme sieht und Zeitungen liest und Fernsehen guckt, bekommt man ja schnell das Gefühl, unsere Zeit krankt an der Beziehungsunfähigkeit der Menschen. Die Dauer von Paarbindungen wird immer kürzer. Dazu die zunehmende Individualisierung, immer mehr Singles und der Anspruch des Einzelnen, vor allem Spaß zu haben im Leben. Zumindest auf viele Menschen in den westlichen Industrieländern trifft das zu. Man scheint mehr und mehr zu vergessen, dass Leben auch Arbeit bedeutet, an sich selbst, an Beziehungen. Was bedeutet für Sie in diesem Zusammenhang die transzendentale Meditation? Ich sage immer, der Fortgang deines Lebens wird sich nicht groß ändern, aber wie du damit zurechtkommst, wird auf alle Fälle besser werden. Das gilt auch für die Arbeit. Mein Film Dune etwa, der Wüstenplanet, das finanzielle Desaster mit diesem Film hätte mich beinahe fertig gemacht. Es war grauenhaft. Ich identifiziere mich so sehr mit meinen Filmen. Und wenn dann etwas schief geht und ich weiß, dass Leute sagen, ich sei finanziell und künstlerisch bankrott gegangen, dann bin ich nicht mehr ich. Meine täglichen Meditationsübungen haben mich davor bewahrt, von einer Klippe zu springen. Wenn man meditiert, entspannt man sich.
Die Dinge haben nicht mehr das übergroße Gewicht. Die Welt schaut eher so aus, wie man sie sich wünscht. Ich weiß nicht, ob das ein Selbstbetrug ist. Vielleicht, aber mir hilft das sehr zu überleben. Dabei habe ich nicht das Gefühl, in anderen Sphären zu schweben. Nein, es gibt mir den Mut, verrückte Dinge zu tun, meine Kreativität voll auszuleben. Es ist ein konstruktiverer Blick auf die Welt, wenn man so will, durch eine rosa Brille statt durch eine dunkelgrüne. The things that used to give me great anxiety and pressure and a feeling of this heavy weight, I more like almost enjoy those things. Die Dinge, die Druck verursachen, die einen belasten, kann ich seitdem in gewissem Sinne genießen. Ich kann Stress jetzt auch positiv erleben. Ich empfinde das Leben jetzt als ein schönes Spiel. Alles wird gut. Die prinzipielle, die globale Idee dahinter ist natürlich, wenn ein Einzelner lernen kann, mit diesen negativen Seiten des Lebens umzugehen, warum sollte es dann nicht auch einer größeren Gruppe gelingen? Vielleicht sogar einer ganzen Bevölkerungsgruppe oder einem ganzen Land? Warum sollte sich also das kollektive Bewusstsein auf diesem Planeten nicht verändern lassen? Langsam, ganz langsam. Then negativity begins to recede in collective consciousness around the world. Easy, easy. This unified field is where. Ich fange jetzt ein bisschen an zu predigen, aber gestatten Sie mir das. Wie Maharishi Mahesh Yogi sagte, wässre die Wurzel und genieße die Frucht. Wenn ich mir den Baum unseres Planeten anschaue, so ist er ziemlich trocken dieser Tage. Die meisten Blätter sind gelb und braun und kurz davor abzufallen. Wir aber geben uns traditionell Mühe, diese wieder grün zu bekommen, indem wir uns mit sehr viel Geld um die einzelnen Blätter kümmern. Stattdessen müssten wir nur die Wurzeln wässern und das Leben von unten herauf, aus der Basis heraus, strömen lassen. Das ist ein sehr wirksames Prinzip, welches der transzendentalen Meditation zugrunde liegt. Für mich ist es eine mentale Technik, die nichts mit einer Religion zu tun hat, die nicht gegen eine Religion gerichtet ist, sondern die einfach das Leben bereichert, für den Einzelnen wie für die gesamte Welt. Against any religion, it's not a cult, it's all life and life supporting, and it's there. The technology to experience it, enliven it, is there for the individual and the world. Mr. Lynch, auf Ihrer Website gibt es auch einen Link zu transzendentaler Meditation. Sie praktizieren diese Entspannungstechnik ja nicht nur selbst, sondern Sie haben vor ein paar Jahren auch eine Stiftung gegründet, die David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace, also die David Lynch Stiftung für Bildung mit Bewusstsein und Weltfrieden. Die Idee ist es, an allen Schulen der USA die transzendentale Meditation einzuführen, weil sich diese Technik aber auf den Guru Maharishi Mahesh Yogi beruft, wird Ihnen und Ihren Mitstreitern bisweilen vorgeworfen, Sie wollten eine neue Sekte installieren. Was heißt das denn, Bildung mit Bewusstsein? Geht es da ja um die ethisch-moralische Beeinflussung von Jugendlichen oder tatsächlich mehr um eine Optimierung des Schulalltags? In the States, there's, you know, trying to raise money because more and more schools, there's right now 3,000 students waiting for. In den USA versuchen wir, neue Gelder aufzutreiben, weil tatsächlich mehr und mehr Schulen an den Programmen teilnehmen wollen. Im Moment warten rund 3000 Schüler und Studenten darauf, entsprechende Kurse besuchen zu können. Vor 5 Jahren wäre das noch nicht denkbar gewesen. Die Welt verändert sich. Mehr und mehr Schulen bewerben sich, um Programme mit transzendentaler Meditation in den Schulalltag integrieren zu können. Die Resultate sind unglaublich ermutigend. Eine Wohltat für Schüler und Lehrer. Kinder mit Lernstörungen, mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen etwa, oder Jugendliche, die nicht stillsitzen können, fangen an mit transzendentaler Meditation und Bingo. Von diesem Moment an entwickeln sich die Dinge ganz neu und anders. Es wurde deshalb jetzt auch ein großes Forschungsprojekt an der amerikanischen Universität in Washington gestartet, an dem, glaube ich, rund 500 Studenten teilnehmen. Sie beginnen mit transzendentaler Meditation und protokollieren alle Auswirkungen in ihrem alltäglichen Leben.
Und wir von der Stiftung versuchen, wirklich viel Geld aufzutreiben,